ist meine Bewerbung für Seven vs. Fire. Fuck. Fritz, du sagst 14 Tage in Alaska? Ich sag in 14 Tage auf die Spitze vom Mount Everest. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Heute startet Tag Nummer 2 von meiner Everest-Reise. Und ich habe es gestern noch mit meiner neuen Travel-Gruppe nach Chaukuraka geschafft. Und schaut mal, jetzt ist hier ein Helikopter. Schaut mal. Seht ihr den? Der ist ganz klein, aber seht ihr ihn? Diese Helikopter bringen nämlich immer irgendwelche Güter in irgendwelche Dörfer oder manchmal bringen die auch Sachen zum Basecamp. Das ist so das einzige Geräusch, wo man hier hört, außer Natur. Das ist eigentlich ganz entspannt irgendwie. Genau, aber anyway, heute wollen wir weiterreisen nach, ich guck mal kurz nach, Namche. Namche ist von hier so ungefähr 9 Stunden entfernt. Und einige Höhenmeter. Ist schwierig, aber das ist das Ziel. Das ist auch mehr, als man eigentlich machen sollte an einem Tag. Das ist aber auch wieder eine 2-Tages-Tour. Aber ich bin ja am Hiken. Ich will ja hiken. Darum machen wir das. Das heißt, ich habe jetzt hier noch einmal kurz Breakfast und dann geht's los. Tag Nummer 2 beginnt. Wir fangen halt jetzt die richtig großen Berge erst richtig an. Geil. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft, meine Freunde. Und ich nehme euch auf die Wanderung mit. Ich hoffe, euch gefällt. Let's go. Vorsicht, Leute. Jetzt beim Brechen gar keine gute Idee. Das Wasser ist wirklich super freezy. Ah! Das würde ich jetzt auch hier nicht trinken. Das heißt, es sieht zwar super klar aus, aber wenn du da was trinkst, Alter, da kriegst Kotzerei, Scheißerei. So viel zu dem Thema. Da sieht man, wie es sich aufschäumt. Riesiger Scam. Sieht klar aus, aber Alter. Trinkt so Zeug nicht. Man sollte immer erst Wasser trinken, wenn man ab einer bestimmten Höhe ist, wo keine Tiere mehr sind. Und dann wird das Wasser klarer. Aber das Zeug hier, das Gesüff, also ich würde drin schwimmen, weil es geil ist, aber ich würde es nicht trinken. So, ich habe jetzt hier meine Flasche mal aufgefüllt und ich habe so einen Trick. Ich habe mir nämlich in Kathmandu solche Tabletten gekauft. Das ist das Einzige, was ich mir selber gekauft habe. Sonst habe ich meine ganze Ausrüstung ja einfach geschenkt bekommen von irgendwelchen Leuten. Ehre. Und das sind so ganz kleine Tabletten. Und da habe ich jetzt eine in dieses Wasser hier reingeballert. Und jetzt sollte es auf jeden Fall sauber sein. Ich probiere es jetzt gleich mal und lasse euch wissen, wie es so schmeckt. Ich nehme jetzt hier mal meinen ersten Sip aus meinem cleanen Water. Mal gucken, wie es schmeckt. Schmeckt halt nach Schwimmbad. Ist Schwimmbad, was ich hier habe. Ich habe einige Leute wiedergefunden, meine Freunde. Meine Reisegruppe von gestern. Namaste. 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 Kostin unser. Kostin unser. Das war meine Reisegruppe von gestern, meine Freunde. Die sind so 1,5 Stunden früher losgelaufen als ich. Richtig krass. Und ich habe die jetzt einfach reingeholt. Alter, bin ich anscheinend fit hier. Und genau, die haben da jetzt Lunch. Aber ich laufe noch ein bisschen weiter nach Mutschon oder so. Nämlich da brauche ich Permits. Muss ich mir Permits besorgen, um überhaupt in den Nationalpark reinzukommen. Genau. Und solange das dann läuft, hole ich mir auch Essen oder so. Dal Bhat hole ich mir. So das traditionelle Essen, wo jeder hier ist. Und das ist der Plan. Jetzt habe ich gedacht, ich brauche sogar hier schon Tickets. Okay. Müssen wir uns einchecken. Let's go. Namaste. Permit, huh? Yeah. Yes. Which one will you have? Just no permit. No permit. No permit. Yeah, so you have to get 2 permit. 1 permit from here. And one permit from Monju National Park. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Namaste, Namaste. She's leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't want to waste what's left. Fühlen Sie wieder gefangen in so einer Mule-Herde, wie ihr hier seht. Ich weiß immer noch nicht, was Mule auf Deutsch heißt. Aber das sind meine Freunde. Ich mag die Mules. Hallo Mule. Oh, guck mal, der arme Kerl, wie viel der tragen muss. Mules, die bringen die ganzen Sachen in die Dörfer. Die haben auch überall so Glocken, wie bei uns die, die Kühe. Ich hab mich nicht verlaufen, Leute. Fuck, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Okay, so. Ja. Okay. Ich habe gerade jemanden getroffen, Leute. Ich habe gesagt, dass ich auf dem falschen Weg bin. Ich war auf dem Animals Way. Darum hat er gesagt, ich soll jetzt hier einfach den Berg hoch. Und dann komme ich wieder auf den richtigen Track. So ein Scheißen, Alter. Ich bin auch ganz lang runtergelaufen. Habe ich mir schon gedacht. Scheiße, Alter. Muss ich am Ende alles wieder hoch. Und das muss ich jetzt. So, reingekackt. Ich musste quasi das alles hier hochlaufen. Auf der GoPro sieht es immer nicht so krass aus. Aber ich kann es euch sagen, war anstrengend. Weil das war auch kein richtiger Weg, das war eher so durch die Wälder. Der letzte Aufstieg hat mich echt fertig gemacht, Leute. Puh. Alter, musste ich mir erstmal hinlegen, als ich da fertig war. Ich habe jetzt mein Backpack hier abgegeben, weil ich mich entschieden habe, doch hier meine Nacht zu verbringen. Hier ist nämlich der erste Stopp. Ich habe ja eigentlich überlegt, ob ich wieder so zwei Tage in einem mache. Ah, meine Beine, gerade meine Waden, die streiken jetzt einfach. Sagen, nee Mann, lass mal lieber. Und dann lass dich lieber. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist mir ein Permit zu holen. Also eine Eintrittskarte für den Nationalpark. Den könnte man sich auch in Kathmandu besorgen. Aber ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt und nicht, dass ich sowas brauche. Darum besorge ich mir das hier. Das kostet zwar, glaube ich, doppelt so viel. Aber, ja, kann man nichts machen. Da gehe ich jetzt hin und besorge mir das Permit für morgen, weil morgen soll dann immer viel los sein. Genau. Okay, cool. Das machen wir jetzt. Hinten ist der Eingang vom Nationalpark. Da wollen wir hin, da gibt es die Tickets. Ich habe jetzt das hier bekommen, Leute. Das ist das Permit für den Nationalpark. Und ich habe noch so eine Karte bekommen, mit der ich mich morgen früh einchecken muss. Das zeige ich euch mal kurz. Die ist hier drin. Nein, warte, was? Hä? Wo ist die? Habe ich die da hin? Alter, ich habe gedacht, ich habe sie jetzt schon verloren. Oh Gott. Okay, also, das ist die Karte, mit der checke ich mich morgen früh ein. Und jetzt geht's zurück zum Hotel. Das kostet übrigens 200 Rupees die Nacht. Das sind so ungefähr 1,50 Euro. Richtig cheap. Zimmer ist nicht so geil, aber cheap for geiles Zimmer. Also, das günstige ist, nehme ich lieber, das ist anstatt, ach, keine Ahnung, ich muss echt schlafen gehen. Ich hole mir jetzt was zu essen, dann gehe ich schlafen, Leute. Und somit hat Tag Nummer 2 geendet. Ich zeige euch vielleicht noch das Essen. Aber vielleicht habe ich auch keine Lust dazu. Dann seht ihr es nicht. Okay, bis morgen.